Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben ja ein Gebäude, das Arbeiter benötigt. Das ist der Erfinder. Und warte mal, hier ist doch jemand eingetragen. Nee, da ist keiner eingetragen. Es ist nämlich kein arbeitsloser Biber im Bezirk. So, jetzt müssen wir schauen, wo wir was sparen können. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, okay, dann nehmen wir hier nämlich eine Wasserpumpe. Schließlich haben wir jetzt 4 Reservoirs voll. Pausieren das hier und ich denke, dass eine dann reicht. Wichtig ist halt, dass das Essen diesmal läuft. Das läuft. Das Wasser muss laufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das läuft auch. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir gut über die erste Türe kommen. Die uns aber auch noch nicht angekündigt wurde. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Und die nutzen wir, um noch weitere Behausung zu bauen, damit wir mehr Biber bekommen. Mehr Biber heißt mehr Arbeiter. Langfristig natürlich. Erstmal sind das Kinder, die auch ernährt werden wollen. Oder Jungtiere, sagt man ja. So, 6 Häuschen haben wir fertig. Dann können wir doch direkt noch 2 neue in Auftrag geben. Wo waren denn nochmal die Häuschen? Die Häuschen hier. So, und dann nehmen wir wieder 1, 2. Dann haben wir nämlich schon 8. Und 8 ist definitiv mehr, als wir brauchen. Das heißt, es entstehen neue Familien. So. Okay, Holz ist natürlich jetzt knapp. Die Biber müssen immer weiter raus, um das Holz zu fällen. Und das nächste wäre dann halt wieder die, ja, die Försterei und natürlich auch das Sägewerk, damit wir die Försterei überhaupt bauen können. Aber erstmal ist mir das jetzt am wichtigsten. Und ja, Ernten ist sowieso schon priorisiert. Das ist auch richtig so. Damit diese Früchte alle runterkommen, bevor die Dürre kommt. Es sind ja doch jetzt echt viele. Ich bin gar nicht sicher, ob wir die auch noch fertig kriegen. Schauen wir mal. Geschwindigkeit stelle ich auf schnell. Und jetzt ist schon wieder Nacht. Die Biber gehen schlafen. Die trinken scheinbar abends einmal, bevor sie ins Bett gehen. Und dann ist gut. Können wir gleich mal darauf achten, ob die auch beim Aufstehen. Jetzt hängen sie noch ein bisschen rum. Ne? Wir haben kein. Wir haben nichts zum Abhängen, sag ich mal. Es gibt, glaube ich, auch hier genau. Gibt es ein Lagerfeuer. Können wir eigentlich auch bauen. Ist für soziale Kontakte wichtig und das passt da hier oben noch perfekt hin. So ins Wohngebiet. Komm, bauen wir das noch. Wie teuer ist das? 15 Holzscheite. Ach, die haben wir doch noch über. So, also doch, nee, das ist jetzt aufgefüllt worden. Also jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob sie morgens trinken gehen. Aber so vom Füllstand würde ich sagen, nein, tun sie nicht. Haben wir die auch schon ausgestellt? Nee, da arbeitet noch jemand drin. Aber hier ist jetzt halt nichts mehr zum Fällen. Deswegen können wir das wieder deaktivieren. Da haben wir theoretisch einen Arbeiter frei. Der, ja, der trägt dann Kram hin und her, ne? Das ist dann die Tätigkeit von denen, die frei sind. Warum generieren wir eigentlich keine Forschung? Wir haben doch jetzt arbeitslose Biber. Das verstehe ich gar nicht. Oh, ich hab's. Nee. Es ist nicht ausgeschaltet. So, wenn ich doch hier den Biber rausnehme, wo hat er denn jetzt angefangen zu arbeiten? 2, 4. Da arbeitet keiner. Hier arbeiten 2. Also insgesamt 6 jetzt. 6, 7. Das ist aus. 8. 8 Arbeitsstellen. 9, 10, 11. 11 Arbeitsstellen. Und wir haben nur 10 Erwachsene? Oh. Okay. Aber es sind neue Jungtiere dabei. Wir haben gerade erst ein Jungtier gehabt. Das heißt, das mit den Häuschen, das läuft schon mal. Dann kommt jetzt hier das Lagerfeuer. Das befriedigt soziale Kontakte. Da können bis zu 5 Besucher rein. Das ist vielleicht nicht so viel, aber ist ja wurscht. So, jetzt schauen wir mal. Das Haus ist frei, das Haus ist frei. Besetzt, das ist auch noch frei. Besetzt, besetzt, besetzt. Okay, also 3 freie Häuser. Da ist einiges an Wachstumskapazität. Nahrung gefällt mir sehr gut. Hier 195 Karotten. 70 Beeren haben wir auch noch. Noch ist keine Dürre angekündigt. Ja, aber nur 10 Arbeiter. Das heißt, Forschung läuft natürlich momentan nicht. Und ich werde ja Teufel tun und hier jetzt bei den Farmen einen Arbeiter wegnehmen. Ja, und Holz könnte ich jetzt einen rausnehmen. Dann fängt da der Erfinder an. Ja, dann hätte ich ihn aber besser... Nee, da habe ich ihn auch schon rausgenommen. Da ist halt auch nichts mehr. Da wird jetzt aber noch Holz abgeholt. Da sind nämlich noch 3 Scheite gelagert. So, was ist hier? Das Lager ist voll. Nein, wir können keine... Oh mein Gott, wir können keine Karotten mehr speichern. Da müssen wir dringend ein neues Lager haben.
Das große können wir noch nicht bauen. Das hat natürlich eine riesige Kapazität. Ja, es kostet auch verdammt viel. 80 Bretter und 60 Holzscheite. Wahnsinn. Ja, müssen wir noch ein kleines bauen. Und da wir keine Türme bauen können, stellen wir das jetzt hier hin. So. Passt ja da auch gut rein. So, und schau mal, da sitzen jetzt schon ein paar Biber und stillen ihr Freizeitbedürfnis. Wunderbar. Und irgendwann geht auch der Letzte nach Hause ins Bettchen. So, jetzt achte ich aber drauf, ob die hier gleich trinken oder nicht. Und tun sie nicht. Es wird befüllt. Ja, komisch, dass sie da hin und her laufen. Wenn einer voll ist, nehmen sie es raus, um es in den anderen reinzumachen. Irgendwie merkwürdig, aber gut. Alles in allem läuft es voll. So, wir haben das neue Lagerhaus fertig. Das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, die weiteren Karotten zu lagern. Und hier wird jetzt auch geerntet. So, die müssen aber auch geerntet werden noch. Aber gut, Ernten ist priorisiert. Darum wird auch erstmal wahrscheinlich das geerntet, was näher zu erreichen ist. Ja, das sieht gut aus. Ich möchte noch einen weiteren Wassertank hinstellen. Wieso kann ich den da nicht bauen? Was ist da im Weg? Ach, da ist eine kleine Tanne im Weg. Ja, dann stellen wir jetzt noch einen Wassertank hier oben hin. Obwohl, da passt noch schön ein Gebäude rein. Stellen wir da einen Wassertank hin. Wisst ihr was? Stellen wir zwei hin. Was soll's? Muss der Wasserlieferant hier ein bisschen länger laufen. Immer noch nur 10 Erwachsene und 4 Jungtiere jetzt. Noch ein weiteres Jungtier dazugekommen. Dann sind wir schon, die sind immer noch frei. Okay. Komische Geräusche, wenn man da drauf drückt. So, dann werden jetzt die die Holzscheite, ich muss mir angewöhnen, das richtige Wort zu benutzen, benutzt, um die Fässer hier zu bauen. Und wir haben 21 Forschungspunkte. Ist natürlich noch nichts. Das ist gar nichts. So, aber hier oben ist der Überschuss weg. Das heißt, wir können jetzt hier den Pfad hinbauen. Und theoretisch kann das jetzt gebaut werden und vielleicht kann da oben das Holz dann noch gefällt werden. Aber dann müsste da eigentlich auch eine Holzscheitlage in die Nähe. Das können wir errichten. Das kostet ja nicht viel. Das kostet gar nichts. Nee, das muss so gebaut werden. Das kostet kein Material. Aber gut, da man ohne Holzscheite anfängt, geht es sonst glaube ich auch nicht anders. Stopp. Jetzt kommt die Türe in 3 Tagen. Also. So, und tatsächlich wird das hier abgebaut. Das ist gut. Weil hier ist Holz en masse. So, hier wird schon wieder neu gepflanzt. Ich glaube nicht, dass jetzt da noch was fertig wird in 2 Tagen. Oder 2,5 Tagen. Und ich hoffe, dass 400 Lebensmittel einfach reichen. Jetzt sind hier auch noch Beeren wieder dazugekommen. Und weil wir das nicht deaktiviert haben, kommen auch direkt wieder die Biber hier zum Ernten. Das ist sehr schön. So, ich muss sagen, es scheint gut zu gehen. Aber ne, bevor die Dürre nicht da ist, wage ich kein Urteil. Ich weiß nur, dass die Fässer jetzt alle ein bisschen leerer sind und wir hier nochmal einen einstellen müssen. Wir haben jetzt aber auch 13 Erwachsene. Das heißt, eigentlich müssten wir genug haben, um da noch jemanden arbeiten zu lassen. Und jetzt haben wir auch 5 volle Fässer, 6 haben wir insgesamt. Ich glaube, dass es geht. Die füllen da hinten scheinbar zuerst auf, warum auch immer. So, die sind voll. Jetzt wird hier gefüllt. Denke ich. Rennen bevorzugt zu denen, die ganz weit weg sind. Ah, jetzt geht's hier weiter.
Ja, 6 oder 5 Fässer scheinen so das Oberlimit zu sein, was wir sinnvoll versorgen können. Obwohl, jetzt kommt der 6. auch noch. Ja. Könnte sein, dass das auch nochmal voll wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir genug Wasser. So. Hier liegt Holz. Hervorragend. Dann gibt es jetzt noch ein paar Häuser. Und wenn die gebaut sind, bauen wir das Wasserrad. So, diesmal muss ich es wieder woanders hinsetzen. Ich würde es ehrlich gesagt auch gern... Hier oben ist eigentlich schon echt guter Standort. Aber da ist halt alles fruchtbar, ne? Da hinten ist viel zu weit weg. Also wir setzen es hier hin. Hier. So, alle Wasserbottiche voll. Das kleine bisschen anders lasse ich auch als voll gelten. So, jetzt haben wir schon fast 500 hatten wir gerade. Jetzt wäre doch noch die Idee, auf Kartoffeln umzustellen nach der Dürre, damit wir eine dauerhafte oder eine bessere Pflanze haben. Ja, wir machen das. Ah, wie mache ich das denn? Ich kann das jetzt nicht ernten lassen. Ich muss die Felder komplett neu anbauen. Dann will ich die hier zuerst abreißen und Kartoffelfelder hinsetzen. Und sagen, dass Kartoffeln priorisiert werden sollen. Und dann sind die hier irgendwann fertig abgeerntet und dann setzen wir da auch Kartoffelfelder. So müsste es eigentlich funktionieren, oder? Also schauen wir mal. Kann ich da so drüber bauen? Nee, das geht nicht. Also ich muss es tatsächlich entfernen. So, jetzt ist eh Dürre. Wir können mal gucken. Das ist jetzt eh nicht mehr erntbar, glaube ich. Wir können mal gucken, ob die hier noch was weggeerntet kriegen. Ja, noch können sie was davon ernten. So, dann machen wir hier jetzt Kartoffeln hin. Das geht nicht, das muss erst richtig abgebaut werden. Na gut, okay. Oder es verdorrt halt. So, Wasser alles voll. Nahrung 520. Ja, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Dürre noch 3 Tage. Da steht was rum. Steht eine Kiste Karotten. Ist das Lager auch voll, das zweite? Nee, das erste ist ja auch nicht mehr voll. Und hier ist schon die Hälfte der Holzscheite angeliefert. Wunderbar. Die lassen das einfach stehen. Jetzt holen sie es ab, okay. Also die nehmen auch Wasser hier aus diesen Bottichen ab, um das Wasser da oben hinzubringen. Scheinbar wird versucht, das Wasser gleichmäßig an allen Orten vorzuhalten. Kann ich verstehen, ist in Ordnung. So, Moment, Felder. Das ist alles tot, das können wir entfernen. Das ist ja schon alles weg. Die sind geerntet worden. Und dann machen wir jetzt hier Kartoffeln. Hier machen wir Kartoffeln. So, jetzt verdorren sie. Wisst ihr was? Hier lasse ich Karotten. Und dann sagen wir hier, dass Kartoffeln bevorzugt werden sollen.
Karotten, damit wir schnell wieder auch nach der Dürre an neue Karotten kommen und dann können wir uns um die Kartoffeln kümmern. So der Plan. Das muss alles weg, wenn das nicht verdorrt. Schätze, wir müssen mal eben schauen. Das ist ja schon entfernt, ja. Da kriege ich jetzt aber kein Kartoffel. Doch, kriege ich ein Kartoffelfeld drüber. Okay. So, dann ist das Kartoffeln. Und dann machen wir das hier. Auch Karotte noch. So, okay. Ja, so machen wir es. Wir haben noch 471 und es ist nur noch ein Tag. Wasser sieht auch gut aus, sogar in denen ist noch ein bisschen was drin. Also, ich denke, es funktioniert. Wir haben Glück, alles ist gut. Dann lasst uns jetzt Folgendes tun, nämlich eine Kartoffelbackstation bauen. Warte mal, das ist doch auch unter Nahrung, glaube ich. Genau, ja, der Grill, genau. Beim Grill werden nämlich die Kartoffeln umgewandelt in Ofenkartoffeln. Und die sind dann lecker, lecker für unsere Hamster. Kaninchen. Biber. Ratten. So. Ja, das kriegen wir hin. 0,4 Tage. Keiner hungert, keiner durstet. Alles läuft. Begeistert. Ja, und ich wüsste wirklich nicht, wie ich dieses Spiel auf normaler Stufe spielen kann. Also, das ist mir dann echt zu lahm. Und ich denke, euch wahrscheinlich auch. Ich könnte natürlich jetzt hier auch einen auf andere YouTuber machen und sagen, hier, da gehen unsere Hamster durch die Gassen. Oh, guck mal, wie schön das ist. Ja. Gut, das habe ich mir angeguckt, keine Frage. Aber ich finde, man kann es auch übertreiben. Es ist alles putzig und niedlich, klar. Das Ding ist so, wir haben es schon das dritte Mal angefangen, oder war es viermal sogar? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. So, die Dürre ist beendet, das Wasser kommt wieder. Und ich will jetzt einfach gucken, dass wir über diesen kritischen Punkt kommen. Und das haben wir jetzt geschafft. So, da ist der Grill. Arbeitet auch schon jemand? Wir haben jetzt 25 Biber, 17 Erwachsene, 8 Jungtiere. Also wir können eigentlich alle Betriebe arbeiten lassen. Und ja, wenn das Wasserrad gebaut ist, und das ist der Fall, dann brauchen wir jetzt selbstverständlich ein Sägewerk. So, für Planken. Das Sägewerk stellen wir hier hin. Und verbinden das einfach erstmal ganz stumpf und gerade so. So, bleibt denn das Wasser? Da kommt's. Da kommt's und die Landschaft verwandelt sich wieder in fruchtbare Auen und ja, genau. Wunderhübsch. So. Hier wachsen die Karotten. Da wachsen die Kartoffeln. Das Rad dreht sich. Wir haben leider noch nichts davon. So, wir müssen auch gucken. Forschung haben wir auch freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt freischalten die den Förster. So, den nehmen wir auch und den bauen wir hier oben hin. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir wollen die Ressourcen weghaben. Und die auch. So, da sind die ersten Planken schon dran. Das heißt, hier werden schon Planken umgewandelt. Hervorragend, es läuft. Und hier kommen dann die Kartoffeln bald. Jetzt müssen wir aber halt auch gucken, dass das läuft, sonst brauchen wir noch einen dritten Landwirt. Und den würde ich mir schon sehr gerne sparen. Förster steht noch nicht.
Kartoffeln dauern lange. Eine Planke noch. So. Und jetzt haben wir ja gesagt, machen wir hier das Anbaugebiet. Nämlich, wir nehmen Kiefern. Und wir machen das mal so. ...73 haben wir auf Vorrat. Komm, wir markieren einfach noch ein bisschen Bäume hier. Zweite Holzfällerfahne. Am Wasser wird gearbeitet und ich denke, wenn jetzt die nächste Dürre nicht unmittelbar bevorsteht, und im Moment ist das noch nicht der Fall, dann sollten wir hoffentlich genug Zeit haben, Kartoffeln zu ernten, die Kartoffeln umzuwandeln in Grillkartoffeln, was einen viel höheren Ertrag gibt, dann schaffen wir es. Bin ich überzeugt von. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.